Hallo, ich bin's, euer Wicket. Und ich moderiere heute an das Spiel Mass Effect, was mein Frauchen da spielt. Bis dann. Tschüss. So, da sind wir wieder. Und wir sind immer noch im Präsidential-Zitadellenturm-Gedöns-Dingens. Noch nicht genügend Daten. Ah. Und da ist tatsächlich einer bei diesem Ding hier. Was? Ah. Oh nein! Ich wollte nicht! Was schon denn? Gut. Was? Also, was kann ich für Sie tun? Keeper? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Was? Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten, aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Cool. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Komische Salarianer. Okay. Das sind also Keeper, die Daten sammeln. Aber ehrlich, die sehen komisch aus, ey. Guck mal, die sehen aus wie diese Dinger aus Doctor Who, nur in klein, ey. Die Raxatorica-Blups. Ihr wisst, was ich meine. Wer die Serie guckt, weiß, was ich meine. Das ist ja gar nichts. So. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Hallo. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Nö. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Worum geht's eigentlich? Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche Sie zu sprechen. Oh, okay. Ja, natürlich, Herrin. Was geht hier ab? Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Warum? Warum will sie mich sprechen? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie sie schon selber fragen. Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Was ist das? Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Ist das hier ein Begleitservice? Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Warum will ich mich denn jetzt sprechen? Ich möchte die nicht als Begleitung haben oder so. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Zitadell viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Was ist denn los? Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Problem. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten.
Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Koras Nest. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Okay, verstehe. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Okay. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Ich bin schon weg. Er ist hier so nicht so nah und dann kommt die so nah. Tschüss. Aber was ist denn das? Mini-Elge. Es gibt also noch mehr Rassen hier, außer die, die ich in Andromeda gesehen habe. Sind nicht alle gerettet worden, hä? So, aber wir sehen ja hier ein kroganische Statue. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Okay. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Wieso entfernen? Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen. Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachni-Kriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Oha. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Oh yeah. Erst mussten die Kroganer die Rachni aufhalten, dann mussten die Turianer die Kroganer aufhalten. Und wer wird jetzt die Turianer aufhalten? Tut mir sehr leid. Diese Frage überfordert meine Programmparameter. Das Turianische Volk ist Mitglied des Zitadellrats. Sie stellen keine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. Das ist vorerst alles. Das denke Danke, ich aber auch. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mhm. Die haben lustige Helme auf. Mhm. Ja, da haben die Kroganer ja ganz schön Mist gemacht, aber ich denke, irgendwie machen ja alle immer Mist. Sollte man jetzt nicht... Das finde ich ja gerade gut. Hier sind von jedem Fall gute und schwarze Schafe. Finde ich lustig. Sehr realistisch. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Ja, das ist gut. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Oh. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Was ist das? Ja. Das habe ich wahrscheinlich gebraucht für ein Quest später. Also werde ich noch brauchen. Was haben wir denn hier? Ja. Ah, noch ein Keeper. Boing. Naja.
Das bleibt hier im Log mit einem Häkchen. Ach du Scheiße. Ach du May. Koras Nest, ja, ich weiß. Wo ist jetzt Koras Nest? Okay. Aline. Koras Nest. Ah, da. Also hätten wir jetzt auch automatisch gefunden, wenn wir einfach weiter unsere Runde gedreht hätten. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan. Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Es ist eine große Ehre, die Kriegsikone des Killianischen Angriffs begrüßen zu dürfen. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Ja, denn... Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Ja. Saren hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute verraten. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Oh, cool. Wo ist der? Wie kann ich ihn finden? Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vermutlich noch, bevor er die Citadel-Sicherheitsakademie verlässt. Danke für die Auskunft. Gern geschehen, Commander. Ja. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Wer sind Sie denn? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef der Citadel-Sicherheit. Ja, okay. Können Sie mir dann etwas zu Garrus sagen? Garrus Vakarian? Ein guter Officer. Sehr gut sogar. Aber er muss noch viel geduldiger werden. Als Officer, der das Gesetz vertritt, sollte er sich mehr an die bestehenden Regeln halten. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich auf zu Goros Büro und dann sehen wir uns da im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.